schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs Merquen mit mir. Aloy. Können wir reden? Da ist sie ja. Wie ich höre, war es schön in Theben. Irre Lava. Ich kann nicht klagen. Ich werde es mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Oh, bevor ich es vergesse. Hier. Das hier soll dich erinnern an unsere Mission. Wir sind ein gutes Team. Ja, sind wir. Wie läuft's mit Kotallo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Tatsächlich habe ich Streit mit ihm gespielt. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen. Aber ich lebe noch. Schön zu hören. Hast du schon mit Alva gesprochen? Als sie gerade nicht die Archive las, wie ein aufgeregtes Kind beim ersten Bier. Sie hat sich jedenfalls schnell an den neuen Fokus gewöhnt. Ja, ich bin ja schon etwas neidisch. Aber ich verstehe, warum ihr euch gut versteht. Was ist mit deiner Schulter? Ja, tut etwas weh. Oder ziemlich. Was hast du gemacht? Ich habe Armdrücken mit Kotallo gemacht. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ich wollte nur wissen, ob sein neuer Arm so stark ist, wie er aussieht. Anscheinend ist er das. Du siehst müde aus. Ha! Du nimmst kein Blatt vor den Mund, was? Ich habe nur überprüft, dass auch alles für deine Mission bereit ist. Ich will es diesmal nicht versauen. Du schaffst das schon, Erend. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Aloy, können wir reden? Ein Blick in dein Gesicht sagt mir, die Mission war ein Erfolg. Habt ihr Omega-Freigabe? Sind alle bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Sobald du uns Bescheid gibst. Ist Alva heil hier angekommen? Unsere neue Quen-Freundin? Als sie die Archive erblickte, stürzte sie sich darauf wie ein Langbein. Das klingt doch gut. Diese Mission wird nicht einfach. Ich hoffe, du hast nicht mit dem Training nachgelassen. Riskieren, dass Zoe mich verprügelt? Ich liebe mein Leben. Du hast die Omega-Freigabe gefunden, das sollte helfen. Hätte ich bloß nur das gefunden. Ich wusste, Theben würde mich zu Ted Farrow führen, aber ich hätte nie gedacht, dass er so enden würde. Wie schlimm war es? Schlimm. Er zerstörte die Welt und verkroch sich, nachdem er die Retter getötet hatte. Ich finde, er hat bekommen, was er verdient. Das hat er. Sobald Gaia wieder läuft, erwarte ich, dass du dein Training optimal einsetzt. Die Samen wurden gepflanzt. Sie brauchen nur noch eine Chance zu blühen. Was? Ich fand das gar nicht so schlecht. So hat's gefallen. Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt. Vergiss nicht, dass das dein Verdienst war. Jetzt, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen und sind den Zeniths endlich überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir, zur Abwechslung. Ich sollte das zu Gaia bringen. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Willkommen zurück. Schön, wieder da zu sein. Kennst du schon unseren Quen-Gast? Ich konnte kaum mithalten, als sie sich die Basis anschaute. Val gab ihr einen neuen Fokus. Aber als er ihr sagte, dass sie frei auf all unsere Daten zugreifen darf, wurde sie so bleich, dass ich dachte, sie wird ohnmächtig. Wir haben ihr das Archiv gezeigt, damit sie es nutzen kann. Seitdem hat sie es nicht verlassen. Klingt nach Alva. Oh,
Und ich wollte dir das hier geben. Für die Hilfe mit den Landgöttern. Reinklang steht in deiner Schuld. Danke, Zoe. Du verdienst viel mehr für all deine Hilfe. Möge das Land mit all deinen Schritten erblühen. Auch deins? Ist was Interessantes passiert, als ich weg war? Erend hat erzählt, wie ihr die Osaram aufgespürt habt, die Regala mit Maschinen versorgen. Er erzählt die Geschichte hartnäckig, mindestens zweimal am Tag. Es bedeutet ihm viel, dass du ihn um Hilfe gebeten hast. Ohne seine Hilfe hätte ich sie nicht aufspüren können. Geht's dir und Val gut? Beim Training, meine ich. Uns geht's gut. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne mal eine Pause vom Studieren hätte. Nur wir zwei. Aber wer kümmert sich dann um Erend? Kotalo ist auch noch da. Ein lauter Osaram und ein grübelnder Tenakt. Was soll da schiefgehen? Was haben alle so gemacht? Ich habe versucht, gemeinsam mit Beta zu essen. Sie sollte sich mehr zu Hause fühlen. Vielleicht sogar hier oben schlafen, statt in diesem dunklen Keller. Hat keine Wirkung gezeigt. Der Versuch ehrt dich. Geduld bringt die reichste Ernte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wie läuft's bei den anderen? Etwas ruhiger. Erend ist dabei, Daten zu seiner neuesten Obsession zu suchen. Offenbar kämpften die Alten mit Maschinen für eine Art Darbietung. Es hieß Metal vs. Meat. Ein unvergleichlicher Kampf zwischen Stahl und Fleisch, wie Erend es nennt. Als hätten wir davon nicht sowieso schon genug. Hast du was Interessantes gelesen? Ich fand heraus, dass die Alten Blätteraufgüsse wie die Utaru tranken. Tee nannten sie das. Diente offenbar zur Beruhigung. Das und eine Art von Duftwachs zum Reinigen ihrer Aura. Und etwas, das sie Schaumbad nannten. Also ich glaube, ich bleib beim Singen, um mich zu beruhigen. Ich schätze, du hast dir Demeter angeschaut, jetzt da Gaia mit ihr verschmolzen ist. Ja, man spürt Ehrfurcht. Zu wissen, dass die Samen in diesem Beutel von den Samen stammen, die in der alten Welt für Demeter waren. Das lässt hoffen, dass der Kreislauf des Lebens wie zuvor weiter bestehen kann. Wie lief es mit dem Chor nach der Reparatur der Landgötter? Sie waren schockiert, als ich sagte, dass unser Land sich bald erholt. Fane sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Aber natürlich mussten sie die Neuigkeit gutheißen. Auch wenn dadurch ihre Predigten über die Akzeptanz des Verderbens widerlegt sind. Ganz ehrlich, ich fand die Unterhaltung wirklich sehr angenehm. Das freut mich. Du hast es verdient. Sie haben Glück, dass du sie nie aufgegeben hast. Ich muss jetzt weiter. Ja, du hast die Omega-Freigabe. Das heißt, wir können bald Hephaestus jagen. Meine Ausrüstung ist bereit. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Erik Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay, wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Ich denke, du kennst sie noch niemanden wirklich gut, aber sie sind eine gute Truppe. Schon lustig, denn eine davon ist, naja, genau wie du. Nicht, dass ihr die gleiche Person seid, das nicht. Ich meine schon. Also genetisch seid ihr beide Elisabeth Sobek. Und trotzdem verschieden. Ja, sind wir.
Ich hoffe, alle haben dich gut behandelt. Oh, natürlich. Alle waren äußerst gastfreundlich. Und sie teilen das Wissen, das sie auf ihren Fokussen lernen, frei untereinander. Das ist erfrischend. Zu Hause können Wahrsager Daten nur mit der Erlaubnis der Aufseher anderen zeigen. Klingt sehr restriktiv und beengend. Das siehst du ganz richtig. Gibt es hier irgendwas Neues? Kotalo hat mir den Plan für seinen neuen Arm gezeigt. Ich habe im Vermächtnis über Robotgliedmaße gelesen, hätte aber nie gedacht, selbst mal welche zu sehen. Technologie wie diese würde daheim wie ein Schatz gehütet. Denk nur, was ich damit für verletzte Arbeiter oder Soldaten tun könnte. Aber ich weiß, dass die kaiserliche Familie sie für andere Zwecke nutzen würde. Ihre eigenen. Um Körperteile zu ersetzen, wenn sie älter werden. Wie die Zeniths. Genau. Du hast deinen neuen Fokus benutzt. Es war faszinierend. So viel besser als die Version, die die Quen haben. Zum Durchsuchen hätte ich Jahre gebraucht. Etwa für die wiederhergestellte Datenbank. Damit konnte ich Suchparameter einrichten, um den Prozess zu beschleunigen. Dies könnte revolutionieren, wie Wahrsager das Vermächtnis analysieren. Das heißt, die Teile, die die Aufseher uns tatsächlich studieren lassen würden. Du wolltest Daten, hier findest du jede Menge. Noch nie hatte ein Wahrsager derart unbeaufsichtigt Zugriff auf Archive wie diese. Und so wie ich dich kenne, gibt es dort sicher vieles, was normalerweise verboten wäre. Doch ich wurde geschickt, um euch zu helfen. Ich wäre nachlässig, eine mir offenbarte Wahrheit zu ignorieren. Vielleicht hilft es den Quen, ihren Weg zurück zum Pfad der Wahrheit zu finden. Du hast Eric Visser erwähnt. Woher kennst du ihn? Der Zenith, der dich töten wollte? Die Quen kennen ihn als den Beschützer. Die Analyse seiner Arbeiten brachte uns bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Waffen und Militärtaktiken. Wissen, das unsere Herrscher für Eroberungen nutzten, um zu dem Reich zu werden, das wir jetzt sind. Deshalb gehört er zu unseren am meisten verehrten Ahnen. Doch nach deiner Begegnung mit ihm zu urteilen, scheint er noch gnadenloser zu sein, als wir uns vorgestellt hatten. Eine weitere verzerrte Interpretation des Vermächtnisses. Zumindest setzt du Teile der Wahrheit zusammen. Wenn doch unsere Aufseher zu Hause das Gleiche tun würden. Beta hat andere Zeniths erwähnt. Tilda, Verbena und Gerard. Ich fürchte, über sie weiß ich überhaupt nichts. Welches Vermächtnis sie hinterließen, konnten die Wahrsager nicht aufdecken. Als wir im Treibhaus waren, sprachst du von Wissen, das deinem Volk verboten ist. Wahrsager sollen die Wahrheit innerhalb des Vermächtnisses finden. Und viele Kaiserliche fördern sie in der Hoffnung, dass sie etwas finden, das dem Imperium nützt und sie in der Gunst des Kaisers aufsteigen lässt. Doch der Rat der Aufseher behauptet, bestimmte Wahrheiten seien der Stabilität des Imperiums abträglich. Wie die Entdeckung eines unserer verehrten Ahnen das Ende der Welt bedeutete. Deshalb erhalten Wahrsager nur Zugriff auf Teile des Vermächtnisses. Nur Aufseher können alles betrachten. Das sorgt dafür, dass ketzerische Daten verschlossen und gesichert werden können, bevor sie bekannt werden. Was geschieht mit Wahrsagern, die die Regeln brechen? Ich hatte nie den Mut zu fragen. Du sagtest, du schuldest mir eine Erklärung für das, was in Theben passiert ist. Ich höre. Gut. Ich beginne am Anfang, mit dem CEO. Er war ein Kaiserlicher, genau genommen der Neffe des Kaisers. Als solcher bezahlte er viele Wahrsager, um das Vermächtnis nach allem zu durchsuchen, das dem Stamm helfen würde. Und ihm selbst. Er interessierte sich besonders für alles in Bezug auf Ted Farrow, den wir als den größten der Ahnen betrachten. Ted Farrow, ein verehrter Ahn. Das ist echt hart. Jetzt weiß ich es natürlich besser. Wie auch immer, die Wahrsager entdeckten, dass Farrow viel Zeit in San Francisco verbracht hat. Das haben tatsächlich viele der wichtigsten Ahnen getan. Also hat der Neffe des Kaisers diesen überzeugt, dass eine Expedition über den Ozean unsere drängendsten Probleme lösen könnte. Wenn wir in dieser sagenhaften Stadt nur die richtigen Daten finden könnten. Vielleicht könnten wir die Fluten und Stürme zurückdrängen, die unser Volk bedrohten.
Der Kaiser erklärte, dass alle Ressourcen des Stammes in dieses Wagnis gesteckt werden sollten. Dutzende Schiffe wurden gebaut. Es wurden Kundschafter entsandt. Und der Neffe des Kaisers wurde Sio genannt. Jemand, der das Vermächtnis zum Wohle des Reiches verwendet. Die lebende Verkörperung von Ted Farrow, dem Erneuerer. Jetzt mag es seltsam wirken, aber eine Zeit lang setzten wir all unsere Hoffnung in ihn. Wir glaubten, er würde uns retten. Uns war nicht bewusst, wie gefährlich die Reise werden würde. Du hast gesagt, die Expedition über das Meer war gefährlicher als erwartet. Was ist passiert? Wir verloren die meisten Schiffe in Stürmen und zahlreiche Soldaten starben durch Hunger und Krankheiten. Und das war, bevor wir auf Land stießen. Als wir angelegt hatten, zerfetzten Maschinen unsere Patrouillen und wir konnten kaum die Vorräte aufstocken. Sicher, es gab auch helle Augenblicke. Wir fanden Theben und das Treibhaus. Doch nichts hellte die Laune des CEOs auf und seine Träume von der Rettung des Stammes schwanden langsam. Er wurde mehr und mehr besessen von Theben und dem, was hinter seinen Türen lag. Und mehr überzeugt, dass der Titel des CEOs keine Ehre mehr sei. Du hast ihn gehört, wie er Unsinn über Pharaohs Essenz faselte und davon eher zu werden. Wir wussten, dass dies nicht die Worte eines Gesunden waren, aber sobald jemand dies aussprach, stellte er ihn vor ein Erschießungskommando. Sympathischer Kerl. Die Quen lagen bei vielen Dingen falsch, was das Vermächtnis angeht. Das ist mir jetzt bewusst. Doch was der CEO wurde, war eine Perversion dessen, für das die Prinzipien der Wahrsager stehen. Das Streben nach Wahrheit. Tut mir leid, dass du seinen Wahnsinn ertragen musstest. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Für alle. Also, Bohai, euer Aufseher, wird er es besser machen als der CEO? Er wird niemanden zum Spaß exekutieren, wenn du das meinst. Aber er ist kein Inbegriff der Integrität. Ich weiß nicht, wie oft er die Lorbeeren für Daten aus dem Vermächtnis eingeheimst hat, die ich entdeckt habe. Das Beste, das man über ihn sagen kann, ist, dass er zuverlässig das tun wird, was für ihn am besten ist. Ja, das klingt richtig. Die Ahnen, ist das, wie dein Volk die Alten nennt? Ja und nein. Die Ahnen sind die Größten der Alten. Die, deren Vermächtnis uns Ackerbau, Medizin und Kriegsführung gelehrt hat und die Förderung der Wissenschaften und Künste. Der CEO nannte Elisabeth Zobeck eine Assistentin. Was bedeutet das? Ja, also Assistent wurde jeder der Alten genannt, der weniger Beiträge verfasst oder unter einem anderen der Alten gearbeitet hat. Dafür haben wir Zobeck gehalten, bis wir dich trafen. Unser beschränkter Zugang zu den Daten jenseits der späten 2040er hat unsere Sicht der Vergangenheit offenbar getrübt. Du hast gesagt, du kamst hierher, um deiner Familie zu helfen. Deiner Schwester. Ihr Name ist Elika. Unsere Eltern sind bürgerliche, genau gesagt Bauern. Als ich die Wahrsagerprüfung bestand, waren sie so stolz. Es brachte unserer Familie Ehre und größere Rationen. Nur Elika flehte mich an, nicht zur Forschungsakademie zu gehen. Warum? Was geschieht dort? Elika wusste, dass man, sobald man Mitglied wird, nicht mehr weggehen oder jemanden besuchen darf. Nicht einmal die Familie. Es sei denn, man hat eine besondere Erlaubnis und einen Aufseher als Eskorte. Das klingt hart. Wie die Fokusse, die wir haben, sind Wahrsager nur wenige. Und das Reich ist, naja, in Sorge, dass Fremde versuchen, unser Wissen zu stehlen. Ich durfte meine Familie das letzte Mal kurz vor unserer Abreise hierher sehen. Aufgrund meiner Position konnte ich ihnen eine Zuflucht vor den Fluten innerhalb der Hauptstadt besorgen. Aber wenn unsere Ernten sich nicht bald erholen, werden sie wie alle anderen auch verhungern. Ich verspreche, mein Bestes zu tun, damit es nicht dazu kommt. Ich muss los, aber wenn du irgendwas brauchst... Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Der Plan, von dem Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus, bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen. Tja, jetzt weiß ich, woher die Metallblumen kommen.
Ein letzter Versuch, die Pharaoh-Plage zu stoppen. Demeter muss sie ausgesät haben, nachdem sie im Treibhaus Zuflucht gesucht hatte. Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein. Sieht wie eine Art Wartungsraum aus. Wohin das wohl führt? Geklappt. Aloy, hier sind gerade Lichter angegangen. Warst du das? Oh. Ja, ich schätze schon. Passt auf, die Alten banden sich Klingen an die Füße und... Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Du bist zurück. Gut. Was tun die Tenakt, um zu entspannen? Du weißt schon, in einer Trainingspause. Wir spielen Streit. Dein äußerer Freund, Erend, ist überraschend gut darin. Er hat mich aber noch nie geschlagen. Es hilft, strategisch zu denken. Schärft den taktischen Verstand. Klingt irgendwie trotzdem nach Training. Hast du mit Alva gesprochen? Die Quen ist sonderbar. Ganz anders als eine Tenakt. Ihr Verstand ist scharf. So viel ist sicher. Aber unfassbar, dass sie in der Wildnis überlebt. Glaub mir, sie ist härter, als sie aussieht. Ich nehme dich beim Wort. Hat Erend erzählt, dass wir die gefunden haben, die Regalas Rebellen die Macht gaben, Maschinen zu überbrücken? Er erzählte mir von dem Kampf. Ich riet ihm, sich diesen Sieg auf seinen Schwertarm tätowieren zu lassen. Wird er es tun? Er hat nicht Nein gesagt. Hast du was Interessantes gefunden? Gaia sagte mir, wo ich Daten über die Kriegsführung in der alten Welt finde. Ich wusste, dass die Zehn gegen Maschinen kämpften, so wie wir. Doch es scheint, sie waren unter den Letzten ihrer Art. Später kämpften Maschinen gegen andere Maschinen im Namen gieriger Heerführer. Und deren Drang nach Ländern und Reichtümern. Wenigstens die Tenakt haben den Mut, bei Konflikten ihr Leben zu riskieren. Das ist natürlich sehr nobel, aber vielleicht brauchen wir vor allem weniger Konflikte. Ja, natürlich. Hekaro würde es auch so wollen. Wie läuft's mit deinen Studien? Ich wollte mehr über die Welt der Alten erfahren. Und? Ich habe Pharaoh recherchiert, den du laut Gaia gesucht hast, und von der Maschinenplage erfahren, die er ausgelöst hat. Unfassbar, dass die alte Welt von einem Fehler ausgelöscht wurde. Nur einer Fehlberechnung. In solch einem Schicksal liegt weder Ruhm noch Ehre. Nur Anmaßung und sinnloser Tod. Das fasst es gut zusammen. Die Leute sind bestimmt neugierig wegen deines neuen Arms. Besonders unsere Quen-Verbündete, glaub mir. Sie wollte ihn unbedingt zerlegen und rausfinden, wie er funktioniert. Ich gab ihr die Daten, die ich für den Bau benutzt habe. Und hoffe, dass ihre Neugierde jetzt gestillt ist. Viel Glück dabei. Ich sollte los. Ich bin bereit, wenn du rufst. Hey. Ich
könnte es dir beibringen. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Sos Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Hier ist jetzt ziemlich viel Zeug. Von Alva, Erend und Kutalo, schätze ich. Das muss von dem Versänger sein, den Kutalo und ich erlegt haben. Kein schlechter Test für seinen Arm. Seit der Gesandtschaft hat er es weit gebracht. Jedes Mal, wenn wir eine Verbindung zu Derwal finden, reißt bei Erend eine alte Wunde wieder auf. Ich hoffe, Asera war die letzte. Vielleicht kann er jetzt endlich den Schmerz über den Tod seiner Schwester überwinden. Wo habe ich das schon mal gesehen? Na ja, hat die Tür wohl entriegeln können. Ein Haufen Ausrüstung. Gaia? Wozu war das gut? Dieser Raum diente zur Verwaltung der riesigen Saatgutbanken der Anlage. Von hier hat das Schaltstellenpersonal neue Fruchtfolgen auf den Farmlanden überwacht, die jetzt als Rheinklang bekannt sind. Verstehe. Laut dieser Konsole lagern immer noch tausende von Pflanzenproben tief unter der Anlage. Ich könnte Gaia dazu befragen, wenn wir das nächste Mal reden.